Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 von EA mit der Karriere beim 1. FC Köln. Wir konnten im letzten Spiel 3:1 gegen Freiburg gewinnen im Videotext-Modus. Daher spielen wir jetzt als nächstes gegen Bayer Leverkusen im 3D-Modus und danach gegen Borussia Mönchengladbach im Textmodus. Wir haben weiterhin einen Punkt Vorsprung vor Bayern. Also müssen wir zwingend die zwei Spiele gewinnen. Wenn wir eins unentschieden spielen oder verlieren, ja, sind wir nicht Meister. Sind wir nur Zweiter. Also Zweiter werden wir in jedem Fall, aber ich will ja Meister werden. Wir haben mehr Tore als die Bayern geschossen, ja. Und einen Punkt mehr. Da müssen wir jetzt mal gucken. So, wir spielen 3D-Modus. Wir haben mit der Rotation 2 Text gespielt. Ich spiele jetzt mit der Rotation 1 3D. Das ist die hier, genau. So. Wenn wir die beiden Spiele beendet haben, stellen wir sofort unsere Taktik auf 4-4-2 um und trainieren die auch. So, genau. Wir spielen 4-3-3. Okay. Dann gehen wir jetzt eine Runde golfen. Dann ist ein Handicap von 4. Nein, immer noch 4. Schade. Okay. Dann auf in die Trainingswoche mit euch. Uff, Jungs, immer weiter. Ah, was haben wir da? 1,6, also Ablösesumme. Stefan Simic. Ah, naja. Wollen wir den verkaufen? Für wie viel wollen wir den verkaufen? Was ist der Wert? 1,8? Ne, wir wollen 3 Millionen haben. So schaut's aus. Weiter geht's. So, die bieten 2,7 Millionen. Hannover, ja, können sie haben für 2,7 Millionen. Die bieten 2,6, dann müssen wir aber doch 2,7 haben. Innsbruck Rangers. Und los geht's. 1,6, wollen wir 3 Millionen haben. 2,4, wollen wir 2,7 haben. Shuffle Wednesday. So. Dann schauen wir mal. Ben Williams akzeptiert an Vertragsanlagen, das ist sehr gut. Jugendspieler entdeckt, den nehmen wir an. Was will ich mit Wohnung zu kaufen? Wie viel? 1,7? Ah, ah. Ich hab's vergessen. So, der hat einen. Ah ja, das ist mein defensiver Mittelfeldspieler. Auch mein neuer. Okay. Akzeptiert. A-Junioren gegen die Bayern. 3-1 gewonnen. Scouting war es, da achte ich schon gar nicht mehr drauf. Die Reserve hat 4:2 gewonnen gegen Wolfsburg mit dem 4-4-2. Koleng erzielt wieder 2 Tore. Patrick Müller erzielt erstes Tor. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob der defensive Mittelfeldspieler schon da ist. Ist er schon da? Nee, der wird am. Aber wir können trotzdem dann nach der Saison einen meiner Defensiven, und zwar den Francesco Amerini, den verkaufen wir. Obwohl, der ist das 17, dann verleihen wir den. Nee. Der ist auch 17, den verleihen wir, den verkaufen wir. Der kann sich ja woanders weiterentwickeln. Obwohl, Amerini können wir auch in die Reserve stecken, fällt mir gerade ein. Den können wir dann. Können wir dann Rombilla vertickern. Rombilla, den verkaufen wir. Dafür geht so machen wir das. Amirini geht in die zweite. Rombilla wird vertickt und der andere kommt dann in die erste. Transfer. Natürlich noch der Transfer, das ist der Wert. 675.000. Ja, passt ja, 1,3 Millionen.
direkt mal anbieten. So, der geht zu Hannover. Oder woanders hin. Und den bieten wir jetzt erstmal an. Kann auch sein, dass 1,3 Millionen ein bisschen zu viel ist. Naja, machen wir. Nö. 1,1 bietet der Verein. Ja, 1,1 kann da gehen. Das ist fast das Doppelte, was er wert ist. Hört sich gut an. So. Was haben wir hier? 1,7. Verhandlung abbrechen. 650.000 Verhandlung abbrechen. 825.000 Verhandlung abbrechen. So, wer will mich als Nationaltrainer haben? Brasilien, Saudi-Arabien und Vereinigte Staaten. Aber ich will kein Nationaltrainer werden. Wobei Brasilien mich gereizt hätte, aber nee. Das ist mir zu viel Stress. Verhandlung abbrechen. 1 Million. Und mal hier sagen wir 1,1. Damit wir zwei Vereine im Boot haben, die sich um sich streiten. So, zack. 1,1, ja, den nehmen wir an. So, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Mal gucken. Das ist ein Dritter. Topspiel. Ja, war klar. Hinspiel. Jan-Peter Arp hat im Hinspiel zweimal getroffen. Ja, das ist gut. Das hört sich gut an. So, mal gucken, ob der Typ jetzt jung ist. Stadionerweiterung fertiggestellt. Er erzählt sie mir die ganze Zeit, aber nichts passiert. Derby-Zukommen erreicht. Das ist ein Jugendspieler. Interessant. Oh, Talent in Jugendcamp, in Jugendcamp. Wechselt in mein Jugendcamp. Okay. Abgeschlossen. Bambilla akzeptiert, akzeptiert. Trainingsziel erreicht. Patrick Müller. Das ist mein Innenverteidiger. Glaube ich. Ne, offensives Mittelfeld sogar. Ist das schön, dass er sein Trainingsziel erreicht hat. Wunderbar. Schusskraft. Macht er mit Ballkontrolle weiter. Superb. So, wer bricht das Training ab? Jakob Larsen. Ist ihm zu anstrengend oder was? Du Hupe, hast schon 100%, ja egal, weiter. Ablöseverhandlung ist gescheitert, Koleng drängt sich auf. Eine Stärke, 74 schon, alter Vater, ey. Mal gucken, ah, der geht nach Siemens, geht nach Hannover 96 für 2,7 Millionen. Sehr gut, Chapua fällt für den Rest der Saison aus, warum wusste ich das? Naja, sind eh nur noch zwei Spiele. Dann kommt Chapua raus. Dann kommt Larsen rein. Chapua kommt dann raus für Christian Pulisic. So. So. Wir haben das Saisonfinale und wir dürfen nicht verlieren. Das heißt, 100% Einsatz. Mal gucken, ob das was wirkt. Wenn nicht wird, wird, wird. So. Hallo. Okay, jetzt haben wir das. Sind wir irgendwas? Ja. Golf gehen. Ich habe auch Nerven. Am Spieltag erstmal eine Runde Golf gehen. Ja, kann man ja morgens machen. Ich bin jetzt hier wieder verletzt. Oh. Was ist denn? Ach, gelb gesperrt. Marcini. Kommt der raus, dann geht halt der Rigby auf die Ersatzbank. Zack. Und schön ist alles grün. So muss das sein. So, wir haben das letzte Mal im Videotextmodus gespielt. Ich bin jetzt in 3D-Modus. Oh, das ist aber doof. Ich spiele bei Weiß spielen. So. Jetzt harren wir die Dinge, die da kommen.
Ja, wo das Bild reinkommt, für diesen Bildschirm habe ich euch hier gezeigt. Sollte ja dann kein Problem sein. Sütele. Bayer Leverkusen. So, stellen wir erstmal ein hier. Achso, ist schon eingestellt. Ist ja super. Na gut. Das wieder aus. So, dann gucken wir mal, wie wir gegen Leverkusen spielen. Wir spielen von rechts nach links. Leverkusen spielt von links nach rechts. Dann gucken wir mal, was das wird. Ah, das war ein Foul. Weiter. Oh, schöner Pass, aber leider hat der Torwart gerettet. Gerettetet. Oder so. Gut geholt, der Ball. Schön gespielt, aber abseits. Leider abseits. Und 1-0 durch Jan Peter Arp, 17. Saisontor. Nein. Radetzky, so wird er gesprochen. 1-0 nach 33 Minuten. Schön gespielt. Kein Abseits, aber auch kein Tor. Schade. Ja, die Ecke war nicht so toll. Aber zum Glück habe ich tiefstehende Verteidiger, die auch immer hinten bleiben. Um solche Konter abzufangen. Dafür stehen die da hinten. Das mache ich bei jeder Taktik so. Da habe ich immer hinten eine Absicherung. Also bleiben die Viererkette, mindestens die Viererkette und der defensive Mittelfeldspieler, die bleiben alle hinten. Das war der Paul, hat auch gepfiffen, sehr gut. Na. Und Felix. So, 0-1 zur Halbzeit. Wie steht's bei Bayern? Wo sind sie denn, die Bayern? Ah, die liegen 1 zu hinten, das ist sehr gut. Wenn die verlieren, dann bin ich Meister. Egal ob ich gewinne oder verliere. Ne, wenn ich verliere natürlich nicht. Wenn ich gewinne und die verlieren, bin ich auf jeden Fall Meister. Dann halte ich nämlich 4 Punkte Vorsprung. Letzter Spieltag 4 Punkte. Und ein Hulbar. So. Dann wollen wir gefälligst gewinnen.
Ja, dann spielen wir die Saison noch zu Ende. Und in der nächsten Woche fängt dann die neue Saison an oder ist schon dran, ich weiß nicht. Vielleicht noch Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche. Gucken wir dann mal. Dit schauen wir mal. Auf jeden Fall wird diese Saison in dieser Woche auf jeden Fall beendet. Und dann gucken wir mal, was wir nächste Saison so machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall Verträge nächstes Jahr verlängern. Ganz wichtig. Mit den ganzen 5 Sternen, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ich will mich nicht, dass hier einer abhaut. Noch 1:1. Das war aber auch klar. Das war aber auch klar. Söderle. Gefällt mir jetzt gar nicht. Wir stellen mal auf Kurzverspielung. Nicht bei Leverkusen bei uns. So, das heißt, wir machen hier risikoreiches Spiel und Kurzpassspiel. So, komm her. So dürft ihr spielen, Jungs. Und jetzt wird's. Das war abseits von denen. Foul von denen. Und 2:1 durch Larsen. Unser Schwede. Jetzt links außen, nächstes Jahr Lenker ins Mittelfeld. Wolfsburg führt 2:1 in Mainz. Wolfsburg führt 3:1 in Mainz. Auch wenn Bayern unentschieden spielt und wir gewinnen, sind wir trotzdem Meister, weil wir extrem viel mehr Tordifferenz haben als die. Hertha führt. Ne, Dortmund führt 2:0 gegen Hertha. Ah, wir müssen noch in Trainingsklasse, im Jugendcamp gucken. Machen wir dann morgen. Ne, machen wir gleich noch. Das machen wir gleich noch. So, wir haben 2:1 gewonnen. Wir haben die Bayern gespielt. Bayern hat 2:0 verloren. Sehr gut, wir sind deutscher Meister. Ja. Gleich müsste auch die Anzeige kommen, dass wir die Meisterschaft geholt haben. Der 1. FC Köln hat es geschafft und wurde heute vorzeitig Meister. Herzlichen Glückwunsch. Man könnte auch sagen, herzlichen Glühstrumpf. Wie auch immer. Weiter. So, 2:1 gewonnen. Hahaha, jetzt gucken wir mal, was die Jungs im Trainingscamp sagen. Hier müssen wir 3 neue Nachrichten. Was haben wir hier gekriegt? Die Reserve gewinnt auch 3:1. Können wir auch gleich mal gucken, wo die stehen. Aber erstmal gucken wir im Jugendcamp. Haben wir einen 60er zentraler Mittelfeldspieler, 59er Torwart und einen 60er rechts außen. Ja, notfalls für die zweite Mannschaft. Jetzt sind wir sogar schon in der Lage zu sagen, ob wir die überhaupt in die zweite nehmen. Aber mindestens verleihen die 4 Sterne Talente jedenfalls. So, erstmal alle übernommen.
super. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Stadion an, wie lange die noch brauchen. Infrastruktur. Stadion erste Mannschaft braucht noch 20 Tage, also dieses Jahr noch fertig. Gut, dann können wir nächstes Jahr die nächsten Tribünen in Auftrag geben. So läuft das. So, was wollten wir machen? Wir wollten eigentlich gar nichts mehr machen, wollten wir da gucken. Gut, dann war es das wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder beim Textmodus-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bis morgen dann. Ciao, ciao.